Herr Minister, Ihre Redezeit soll 10 Minuten nicht überschreiten. Vielen Dank, Frau Präsidentin, Frau Klubobfrau, meine sehr verehrten Damen und Herren Abgeordnete. Guten Morgen bei Kaiserwetter im Parlament. Ich möchte ganz gezielt auf das eingehen, was vorhin bereits gesagt wurde, denn ich verstehe das Unbehagen darüber, dass es bis jetzt nicht gelungen ist, mehr an neuem Mietrecht zu regeln als die sogenannte Terminregelung, die aber immerhin mit der Wohnrechtsnovelle 2015 doch eine wichtige Klarstellung gebracht hat in Bezug auf die Erhaltungspflicht für das Innere des Mietobjekts, die beim Vermieter eben liegt. Das war nicht nichts, aber es war nicht das, was im ursprünglichen Regierungsprogramm von 2013 enthalten ist, nämlich eine umfassende Reform des Mietrechts. Und dass das bis jetzt nicht gelungen ist, das ist auch für mich unbefriedigend, und zwar schon allein deshalb, weil das der letzte größere Punkt ist im Regierungsprogramm, der zivilrechtlich in meine Zuständigkeit fällt, den wir noch nicht erledigen konnten. Alles andere haben wir erledigt, und das, was jetzt im erweiterten Regierungsprogramm, im aktuellen Arbeitsprogramm enthalten ist, das werden wir, soweit es meinen Zuständigkeitsbereich betrifft, auch relativ rasch abarbeiten können. So gesehen ist es für mich auch unbefriedigend. Es ist aber natürlich auch unbefriedigend, das verstehe ich, weil einfach viele Faktoren hier sich negativ auswirken und genau zu dem sozialen Problem führen, das ich auch sehe. Und da möchte ich der Frau Klubobfrau schon sagen, ja, ich verstehe das sehr gut. Ich erinnere mich sehr gut daran, dass ich seinerzeit, als ich nach Wien gezogen bin im Jahr 1980, haben wir als Jungfamilie eine geförderte Wohnung bekommen. Damals gab es sogar eine Zeit lang Wohnbeihilfen, es gab sogar Eigenmittelersatzdarlehen für Jungfamilien. All diese Dinge, die natürlich jetzt nicht den Bund, sondern vor allem auch die Länder betreffen, das scheint jetzt nicht mehr zu greifen, das scheint nicht mehr zu funktionieren. Und da muss man schon sehen, dass es, wie schon gesagt wurde, natürlich eine Reihe von Kompetenzträgern betrifft. Ich kann, wie gesagt, nur für das Zivilrechtliche tatsächlich zuständig sein. Alles, was jetzt angesprochen wurde, zum Beispiel auch die Problematik der Maklerprovision, ja, das fällt eigentlich in die Zuständigkeit des Wirtschaftsministeriums. Ich will es nur klarstellen, aber ich sehe das Problem, das ist schon richtig. Alle gebührenrechtlichen Fragen im Zusammenhang mit Mietrecht fallen in die Zuständigkeit des Finanzministeriums. Die Frage der Zweckbindung der Wohnbeförderungsmittel, Sie wissen es alle, das betrifft natürlich einerseits Wirtschaftsministerium, andererseits die Zuständigkeit der Länder, ist Länderkompetenz. Also ich habe den Eindruck, dass hier wirklich eigentlich auf mehreren Zuständigkeitsebenen es entsprechende Aktivitäten bedürfte. Und was die Valorisierung der Richtwerte betrifft, da muss ich schon sagen, das ist eine Valorisierung, die gesetzlich grundgelegt ist. Und ich habe den unangenehmen Part zu spielen, dass ich rein deklaratorisch mit Verordnung, jetzt in Kraft mit 1. April, die Valorisierung bekannt geben muss. Ich habe keinen Entscheidungsspielraum, ich muss das vollziehen. Eine Konstruktion, die mir gar nicht behagt, aber es ist nun einmal so. Es ist, wie gesagt, eine Valorisierung, und man muss einfach sagen, dass ja zuletzt die Valorisierung ausgesetzt wurde, und jede Aussetzung hat natürlich auch das Problem in sich, dass beim nächsten Mal natürlich die Valorisierung umso stärker zum Tragen kommt. Und das ist auch immer ein Problem. Also ich kann nur sagen, ich verstehe die Problemlage. Ich freue mich auch darüber, dass jetzt wieder doch Schwung in die Sache gekommen ist. Es gibt jetzt regelmäßige Treffen auch unter Führung vom Kanzleramtsminister Trotzter. Wir treffen uns jetzt wieder regelmäßig und wir versuchen hier einen Konsens zu finden für mehr an Mietrechtsreform. Und ich glaube auch, und da gebe ich Ihnen auch recht, Frau Klubobfrau, dass wir das brauchen. Ja? Es ist unbefriedigend zu sehen, dass es einerseits den viel zitierten Mietadel gibt, bestehend aus Mietern, die einfach aus anachronistischen Regelungen ableitend geradezu Privilegien genießen und andererseits Jungfamilien es wahnsinnig schwer haben. Da haben Sie völlig recht, sich Wohnungen leisten zu können. Da stimmt was nicht. Auf der anderen Seite sind sicher viele Wohnungen leerstehend, weil einfach die Eigentümer nicht mehr vermieten wollen. Ja, da ist das Grundproblem. Sie können natürlich gewisse Marktmechanismen nicht völlig außer Kraft setzen. Man kann sie in ihrer Auswirkung abfedern. Das nennt man soziale oder im besten Fall ökosoziale Marktwirtschaft. Aber ganz außer Kraft setzen kann man sie nicht. Und weil Sie die Reform in Deutschland angesprochen haben,
weil Sie die Reform in Deutschland angesprochen haben. Es macht Sinn, sich damit zu beschäftigen. Ich habe erst gestern mit den Kollegen vom deutschen Justizministerium darüber gesprochen, weil es mich interessiert hat. Ich habe Sie gefragt, wie sind denn eure Erfahrungen mit eurem Gesetz der Mietpreisbremse? Und da wurde mir gesagt, naja, die sind durchaus unterschiedlich, weil man hier sehr stark auch darauf gesetzt hat, lokal unterschiedlich hier die entsprechenden Richtwerte festzusetzen. Aber Kern der Mietpreisbremse in Deutschland ist, dass bei Neuvermietung die Erhöhung der Miete nicht mehr als 10% betragen darf. Und man geht aus von Marktwerten jeweils lokal. Die sind unterschiedlich, ob es jetzt München, Hamburg oder Berlin ist. Aber das war das Konzept des deutschen Modells. Ich habe schon vor 2 Jahren versucht, anhand dieses deutschen Gesetzes auch die Diskussion in Österreich zu beleben. Aber auch das hat kein großes Interesse gefunden. Das ist nun mal so. Das heißt, letztlich muss man hier wirklich versuchen, einen Kompromiss zu finden zwischen Gesetzen des Marktes und Marktmechanismen, die man, wie gesagt, bis zu einem gewissen Grad einfach auch zu ihrem Recht kommen lassen muss, und andererseits einer sozialen Abfederung, die allerdings auch auf mehreren Ebenen von Kompetenzträgern eigentlich sichergestellt werden sollte. Wir werden jetzt wieder intensiver darüber sprechen. Wir haben uns wirklich seitens des Justizressorts, und das muss ich auch im Interesse meiner Mitarbeiter sagen, sehr darum bemüht, hier einen Konsens zu bekommen. Wir haben ja wirklich versucht, von Anfang an auch diesen Punkt des ursprünglichen Regierungsprogramms auch umzusetzen. Es hat der zuständige Sektionschef, der ja wirklich enorm viel Geduld bewiesen hat und auch ein idealer Mediator ist, hat versucht, dann auch in Einzelgesprächen mit den Interessensgruppen hier einfach den Konsens zu fördern. Es war bisher nicht möglich, es konnte einfach nicht mehr erreicht werden als das, was im mit der bereits angesprochenen Terminregulierung tatsächlich Gesetz geworden ist. Ja, das ist unbefriedigend, aber letztlich muss ich sagen, es ist ein Zusammenspiel mehrerer Faktoren. Man kann natürlich mit solchen Regelungen, wenn man sie nicht rechtzeitig modernisiert und adaptiert, auch, und das ist mir bewusst und das ärgert mich auch durchaus, großen Schaden anrichten. Ich habe erst kürzlich in einem Fernsehbeitrag gesehen, dass viele wunderschöne alte Häuser aus wirtschaftlichen Gründen offenbar geschliffen werden können und dann hässlichen Neubauten Platz machen müssen. Das ist etwas, was mir überhaupt nicht gefällt, denn letztlich kommen auch die Touristen wegen der alten Häuser nach Wien und mit wenigen Ausnahmen nicht wegen der neuen. Also da sieht man, dass eine verfehlte juristische Grundlage großen Schaden anrichten kann, der oft nicht mehr wieder gut zu machen ist. Man sieht das auch international. Warum stehen in manchen Ländern so viele Häuser immer halbfertig herum? Na, weil einfach die Steuergesetzgebung darauf abstellt, dass es fertig sein muss, das Gebäude. Vorher zahlt man keine Steuer und Ähnliches mehr. Schönes historisches Beispiel, was mir gerade einfällt, wenn Sie etwa in Deutschland Gelegenheit haben, diese wunderschönen Fachwerkhäuser, hoffentlich alle unter Denkmalschutz zu besichtigen, dann werden Sie feststellen, dass die nach oben immer breiter werden. Warum? Weil damals eben die Grundsteuer von der bebauten Grundfläche berechnet wurde. Also man sieht, es gibt große Auswirkungen der rechtlichen Regelungen, aber man muss schon auch sehen, das Problem, das Sie, Frau Klupperfrau, zu Recht angesprochen haben, das ist ein soziales Problem. Ich kenne aus eigener Erfahrung, wie schwer es ist, als Jungfamilie hier wirklich sich Wohnraum zu verschaffen. Aber das muss auf mehreren Ebenen gelöst werden. Ich kann Ihnen nur versprechen, und das ist jetzt keine reine Ankündigung, und ich will ja nicht zu viel versprechen. Deshalb habe ich bewusst darauf hingewiesen, dass ich nur für meinen unmittelbaren Kompetenzbereich sprechen kann. Ich kann nur versprechen, dass wir uns weiterhin bemühen werden, darum hier Konsens zu finden. Und ich verstehe auch diese Fragestunde ganz in dem Sinne, dass es hier auch ein Beitrag dazu sein soll, dass sich alle Betroffenen, und die sind auf mehreren Ebenen angesiedelt, wirklich bemühen, hier Konsens zu finden. Aber ich kann den Konsens nicht erzwingen, und wissen Sie, solange ich den Konsens nicht habe hier im Haus, nützt es ja nichts, nicht? Sie wissen, das Parlament ist der Souverän, hier fällt die Entscheidung über Gesetze, hier müssen sich die Mehrheiten finden, wem sage ich das? Und solange es hier keinen Konsens gibt, singe ich halt in Anlehnung an ein altes, bekanntes Wiener Lied, das Lied des Ministers. Wenn das Parlament nicht will, nutzt es gar nichts. Sei nicht böse, nicht nervös, schrei nicht herum, sei nicht dumm. Ja, das Parlament weiß immer, warum. Dankeschön. Eine umfassende Reform des Mietrechts ist bis jetzt nicht gelungen, und das ist auch für den Minister unbefriedigend. Der Grund liegt seiner Meinung nach in den vielen verschiedenen Zuständigkeitsbereichen für Wohnangelegenheiten. Das
sich der Lärmpegel im Raum wieder ein wenig senken wird. Das ist jetzt seit knapp 30 Minuten jedoch nicht der Fall. Ich würde Sie wirklich bitten, dass wir der Debatte wieder die volle Aufmerksamkeit auch schenken. Und ich gebe auch noch bekannt, dass die Frau Abgeordnete Magister Jammer sich auch für die heutige Sitzung entschuldigt hat.